herzlich willkommen, es geht weiter zu unserem Spiel The Book of Unwritten Tales 2. Wir freuen uns schon wieder auf die Fortsetzung. Los geht's! Alle sind wieder da, die auch beim letzten Mal dabei waren. Alle sieben. Und freuen sich schon wieder auf die Fortsetzung. Sag mal auf einmal Hallo! 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 Sieben auf einen Streich sind wir. Und Streich? So, wir betrachten jetzt den Käfig. Was? Wer streicht? Streicher war bei Herr der Ringe. Du bist genau. Wilper Wassergnatz. Wetterquarz. Käfige. Sensationell, wie mich alle gleich verbessern. Ich vermute, so, dass in den Käfigen irgendwelche magischen Geschöpfe gehalten wurden. Schüler zum Beispiel. In Käfigen? Und ja. Magische Geschöpfe. Da oben ist das Schwerbähnchen. Guck mal, die Skelettbuch. Die kleinen Kerle sehen aus, als hätten sie nur Schabernack im Kopf. Ich hoffe, sie stellen nicht zu viel Blödsinn an. Zum Skelett hat er nichts zu sagen, anscheinend. Sie sind hässlich, aber ich habe sie herbeigerufen. Deswegen gibt es eine besondere Verbindung zwischen uns. Aha. Blöb, ja. Blöb. Können wir nochmal klicken? Einmal können wir noch beklicken. Sie sind hässlich. Beklicken. Blöb. Pigman, hast du gehört, was ich gesagt habe? Beklicken. Ja. Das Schlafzimmer ist hier hinter dem Schrank. Der Schnobel ist ganz komisch heute. Aha. Das Schlafzimmer ist hier hinter dem Schrank. Guck mal weiter, die Pflanzen kannst du betrachten. Ach, mach dir den Apfel auch. Du hast da, glaube ich, einiges, was du betrachten kannst. Apfel kannst du vielleicht auch essen. Lehrer werden traditionell in Äpfeln entlohnt. Den hier habe ich mir aber selber besorgt, weil ich meinen ersten Tag auf keinen Fall apfellos bestreiten wollte. Aha. Und wie lange liegt er jetzt da? Ich wollte den Erzmagier noch fragen, ob gute Lehrer außer Äpfeln noch eine andere Art von Bezahlung erwarten dürfen. Aber als er mir den schönen Vertrag mit dem Siegel und allem gezeigt hat, erschien mir das nicht der richtige Zeitpunkt, um über Gold zu sprechen. Ha, also arbeitet er für ein Apfel und ein Ei. So ungefähr. Moment, das ist überhaupt keiner Apfel lacht über den Witz. Statt Apfel und Ei gibt's nur einen Apfel. Das Buch sieht uralt und ziemlich wichtig aus. Die Hälfte der Klasse hatte laufende Nasen. Die meisten konnten wieder eingefangen werden. Das ist das Klassenbuch, in dem Lehrer besondere Vorkommnisse vermerken. Magda ist keine Hexe und wurde verbrannt. Wow, das Buch reicht zurück bis ins finstere Mittelalter. Das Buch ist zu dick, um es zu lesen, ohne nach etwas Bestimmtem zu suchen. Ach, schade. Wir brauchen erstmal was Bestimmtes. Betrachte Tafel. Verrückte Zeichnungen und Symbole. Das muss wahrlich hohe Magie sein. Nur die klügsten Zauberer können all das verstehen. Betrachte Apparat. Das ist ungewöhnlich. Dieses Gerät sieht eher nach ordentlicher Ingenieurskunst aus als nach Magie. Die meisten magischen Apparaturen haben viele goldene Teile, aufwendige Verzierungen und Schnickschnack, wie die Magier ihn mögen. Das hier könnte glatt aus einer Gnomenwerkstatt stammen. Wahrscheinlich tut's das auch. Was steht auf dem Zettel? Der Apparatus, der den Schüler Allardyce ins Verderben stürzte. Eine Warnung für alle, die die Grenzen der Magie nicht akzeptieren wollen. Es scheint, als hätte ein Schüler namens Allardyce dieses Gerät gebaut und als hätte es ihm Kummer gebracht. Ich wüsste nicht, wieso. Verglichen mit dem, was bei uns im Gnomenbau so herumsteht, wirkt der Apparat nicht sonderlich gefährlich. Check. Benutzen! Was steht auf dem Zettel? Der Apparatus? Eine Warnung? Benutzen? Kann man benutzen? Kannst nicht. Nee, kannst du nur beklotzen. Jetzt hätte ein Schüler nach. Ich wüsste. Ja, jetzt da sollten wir vielleicht erstmal noch ein bisschen umgucken. Das Mädchen hat auch vorhin noch viel am Tisch liegen. Genau. Ich weiß nicht, wer der Junge war. Er war auf jeden Fall ganz schön vorlaut und unverschämt. Allerdings scheint er auch eine Menge von Magie zu verstehen. Wenn ich es schaffe, ihm Manieren beizubringen, könnte er ein guter Schüler werden. Durchsuche den Tisch. Das ist doch was. Hm,
Generationen von Schülern haben ihre Spuren hinterlassen. Vor allem in Form von ins Holz geritzten Bildchen und Sprüchen. Hier steht ein besonders langer. Für alle Herumtreiber und Tu-nicht-Gute. Dazu verdonnert worden, immer und immer wieder denselben Satz an die Tafel zu schreiben? Kein Problem. Verzaubere das Kreidestück mit dem Automatisierungszauber und es übernimmt die ganze Arbeit für dich. Bartholomäus. Hey, das ist Schummeln. Allerdings auch ziemlich clever. Hier unten ist der Zauberspruch ins Holz geritzt. Ich schreibe Nein, Bartholomäus, kennst du Bartholomäus nicht? Nee. Das ist, er hat einen Zauberspruch aufgeschrieben. Mhm. Genau, das ist auch so eine Fantasy-Buchreihe. Ja. Wie heißt die? Na? Chantal hat ihr Buch liegen gelassen. Ich schaue da drauf. Es scheint ein Märchenbuch zu sein. Allerdings eins der kitschigen Sorte. Mein Vater hat mir immer Märchen vorgelesen, als ich noch ein Kind war. Die blutrünstigen, grausamen, gruseligen. Richtige Märchen halt. Ja, stimmt. Märchen sind das Grausam. Chantal heißt das Mädchen. Chantal, heul leise. Chantal. Ah, ja. Ich glaube, der Erzmagier hat solche Broschüren gar nicht. Auch keine Plakate oder Marktschreier oder Theaterstücke. Entweder fehlt ihm das Gold oder er will den Wahlkampf nicht auf diese Weise führen. Ich weiß nicht genau, warum die Ratsvorsitzende die Broschüren hier liegen gelassen hat. Man hat sich darauf geeinigt, dass Kinder nicht wählen dürfen. Zunächst wollte man die Grenze, wer wahlberechtigt ist und wer nicht, an der Größe festmachen. Was natürlich zu Widerstand bei uns Gnomen und den Zwergen geführt hat. Dann sollte das Gewicht ausschlaggebend sein. Je mehr man wog, desto gewichtiger die Stimme. Aber dann wären Trolle und Oger überrepräsentiert gewesen. Letztlich hat man sich auf ein Mindestalter geeinigt. Allerdings gibt es immer noch Diskussionen, weil Ratten, Untote und andere Minderheiten nicht wählen dürfen. Aha. Untote dürfen nicht wählen. Das ist der Typ von Chantal, der Tochter der Ratsvorsitzenden. Und vom kleinen Timmy. Unterschiedlicher könnte Timmy! Das nicht sein. Chantal ist nur hier, weil es Tradition in ihrer Familie ist. Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich für Magie interessiert oder viel Talent dafür hat. Timmy hingegen ist wissbegierig und in den letzten Tagen vor Aufregung beinahe geplatzt. Für Schüler wie ihn müssen wir diese Schule wieder auf Vordermann bringen. Da oben das Summsefiech, das nervt aber nach einer Zeit. Genau, öffne die Tischklappe. Eine Federmappe, ein Lineal. Nichts Besonderes. Das ist der Tisch von Chantal. Der Interessant. Ja, ja. Wir hätten lieber doch auch einen Zauberspruch haben müssen. Wollen. Drei die Pflanzen. Dachte den Totenfisch. Die meisten der Pflanzen sind vertrocknet, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Nur diese Pflanze muss irgendwo eine Wasserquelle gefunden haben. Vielleicht ist eines der Fenster undicht. So eine Trockenpflanze. Es macht Hoffnung, dass so etwas Schönes und Friedliches in diesem düsteren Gebäude überlebt hat. Oder auch nicht. Nee, sag ich dir. Das ist ein kleiner Dämon. Vielleicht war es schon immer eine fleischfressende Pflanze. Vielleicht hat sie sich aber auch an ihre neue Umgebung angepasst, um zu überleben. Also hat unser Wollschaf, Schafshase. Jetzt werde ich mich um dich kümmern. Du musst nicht mehr hungern. Arme Schaf. Oh, oh. Das ist ja ekelerregend. Das riecht wie faule Eier. Oder wie Opa, wenn er Bohnensuppe gegessen hat. Betrachten wir den toten Fisch. Das ist wahrscheinlich das, was die Pflanze am Leben gehalten hat. Das Aquariumwasser. Nachdem die Schule vor 20 Jahren einfach verschwand, konnte sich niemand mehr um die Tiere kümmern. Mit ziemlich dramatischen Konsequenzen. Nehm's. Klar, so ein Fischzeug kann man in der Bauern. Kann man für alle möglichen benutzen. Da drin ist noch eine Truhe. Ja, der das jetzt das ganze Skelett kann ich wohl nicht. Hat er noch gar nicht. Aber so eine spitze Gräte hier könnte mal nützlich werden. Aha. Der Gräte. Man wollte den natürlichen Lebensraum des Fischs anscheinend möglichst exakt nachbauen. Inklusive Miniaturschatzkisten, wie man sie im Meer häufig findet. Aha.
Münzen? Hey, einige alte Münzen. Vielleicht hat einer meiner Vorgänger seine Altersvorsorge von einem bissigen Fisch bewachen lassen. Also momentan erinnert mich Will Burr an Wilson. Von Hammer bei der Hämmert, weil das Gesicht als bedeckt ist. Betrachte den Plan. Ja, tatsächlich. Bis jetzt hat man sein Gesicht mit. Einführung in die Zauberkunst. So richtig. Schafzucht und Pflege, Statistik. Hm, das scheint so eine Art Stundenplan zu sein. Solange ich nicht nur der erste, sondern auch der einzige Lehrer an dieser Schule bin, werden die meisten dieser Fächer nicht unterrichtet werden. Einzigste Lehrer. Da trägst Verantwortung, Pigman. Genau. Warum nicht kannst du sie auch erfüllen? Müssen wir dazu sagen, dass Pigman ist die Person, was steuert. Was steuert das Ganze? Pigman ist Wilbur. Pigman kämpft mit der Pflanze jetzt. Kann man das Gas vielleicht irgendwie einfangen? Und Angelina Jolie war er auch. Die stinkende Gaswolke immer nur kurz in der Luft und verflüchtigt sich dann. Also die Gaswolke wird schon ihren Sinn haben, wir haben jetzt zum Auffangen. Ja, nichts zum Auffangen, ne? Ich glaube, wir brauchen... Also ergänzt viel oder wenn man auch zaubern kann. Der ist eine Art Labor, genau. Ja. Und steht da. Automatisierungszauber für die Pflanze benutzen. Ein Feenzauber, ein Automatisierungszauber. Wie wir alles haben. Wo ist eigentlich denn Zauberstab? Könnten fast Zauberer sein. In den Ofen. In dem Ofen wird kein Feuer mehr gebrannt haben, seit die Schule vor 20 Jahren verschwunden ist. Und selbst wenn ich könnte, sollte ich darin kein Feuer entzünden. Das Rohr vom Rauchabzug ist kaputt und der Qualm würde den ganzen Klassenraum füllen. Chemie-Ecke. Das Mixen von Zaubertränken ist ein wichtiger Bestandteil der Magie. Es ist so ähnlich wie Kochen. Nur, dass einen der Eintopf nicht umbringt, wenn man eine falsche Zutat reintut. Oder wenn man falsch rührt. So, Arbeit in der Chemie-Ecke. Da fällt auf bestimmt ein Reagenzglas ab. Mit etwas Glück komme ich durch den Tag, ohne eine Explosion zu verursachen. Ist er nicht irgendwo da? Schau in den Ofen. Schau in den Ofen. Etwas Asche? Aber auch unverbrannter Abfall. Hier liegt ein Blatt Papier. Das ist ein Papiersammler, der Wilbur. Noch eine Buchseite. Beziehungsweise ein gefaltetes Blatt, auf das insgesamt 4 Seiten gedruckt sind. Hm. Wenn ich mir die Seitenzahlen des ersten Blattes und dieses Blattes ansehe, scheinen mindestens noch 5 Blätter zu fehlen. Aha. Bis wir ein Buch zusammen haben. Er wollte sich wohl ein Feuer machen und die Buchseite verbrennen. Wahrscheinlich. Zum Glück für mich hat ihn irgendetwas davon abgehalten. Wahrscheinlich das Verschwinden der Schule. Oder ein Lösungsbuch für das Spiel. Das wäre, Klassenbuch. Er sagt, er kann nicht, er liest nicht mehr da drin, wenn er nicht weiß, wonach er suchen soll. Vielleicht er sagt jetzt was anderes, weil wir das mit dem Buch, und da. Zauberstab. Ist das unser Zauberstab? Ja, ihr habt keinen mehr. Warum lässt er den einfach so liegen? Dieses Mal hat er mich nicht im Stich gelassen. Er funktionierte sogar besser, als ich gedacht hätte. Es war, als wollte er zaubern. Ich konnte ihn kaum unter Kontrolle halten. Er macht, was er will. Jetzt haben wir ihn wieder eingesteckt. Das ist natürlich ein Ding, dass du ihn einsammelst, nur dass du ihn dann nochmal einsammeln musst. Ich etwas über diesen Allardyce erfahren, von dem der Zettel am Apparat erzählt. Genau. Siehst du. Genau das wollte ich sagen. Hier. Der junge Allardyce hat trotz wiederholter Mahnungen die Experimente an seinem Feuermacher fortgesetzt. Zu meinem großen Bedauern muss ich feststellen, dass das Gerät funktioniert. Er hat es dem Kollegium vorgeführt. Wir mussten ihn wegen Wahnvorstellungen und Insubordination in die Irrenanstalt von Arkhamsteam einweisen. Ist das von Batman? Ja, stimmt. Arkham City. Und dafür Arkham Malaysia. Ich vermute, sie konnten zu ihrer Zeit nichts mit dieser neuen Art von Magie anfangen. Oder sie sahen ihr Monopol in Gefahr. Zauberer waren lange Zeit die einzigen, die Feuer machen durften. Ich habe Feuer gemacht! Na, wie viel war's, Leute?
Wer es weiß, schreibt in die Kommentare. Ich habe Feuer gemacht, dann war na, wer war es denn, Mutter? Wer war es denn, Mo? Tom Hanks. In Castaway. In Castaway. Genau. Dachte den Feuermacher. Laut Klassenbuch soll das hier ein Feuermacher sein. Heutzutage kann sich jeder Streichhölzer beim Alchemisten kaufen. Aber zu Zeiten des jungen Eladas verteidigten die Magier ihr Monopol wohl noch mit harten Bandagen. Da war was zum Nehmen. Du meinst, wenn du einen Feuermacher benutzen? Na dann auch. Abdevelopart. Jetzt macht der Feuer, ob das gesund wird. Vielleicht funktionierte der Feuermacher früher einmal. Momentan tut er es zumindest nicht. Also müssen wir den Gang bringen. In Gangnam-Style. Im Klassenbuch soll das hier ein Feuermacher sein. Aber zu Zeiten... Wo soll was zum Aufnehmen gewesen sein? Mach mal Geld rein. Du kannst auch nochmal da hinten bei der Mädchen auf das Buch klicken, oder? Ja, also irgendwas mitnehmen, ja. Nimm das Märchenbuch. Ja, das Märchenbuch sagt er, dass er es liegen lässt für die Alice. Für die Chantal. Chantal! Ich lasse es da liegen. Chantal kann es sich mobben. Aber kannst du nach Papa, da den Geld geht doch immer in den Automaten. Geht nicht. Nach rechts, das war links. Meine Meinung nach. Und das von uns, gell? Jupp. Aber weiter nach rechts geht's doch nicht. Da gehen wir aus dem Bild raus, da rechts. Wo ging's denn zur Tür? Nee, geh nicht weiter. Tür ist hier links. Oh Mann. Kann man da das drück du mal die Leertaste nochmal peek, man. Liegende Dinge so. Irgendwie fangen? Nee. Mm-mm. Ich geh jetzt mal raus. Nee, ich glaube, wir müssen da drin erst noch was machen. Was denn? Da haben wir überhaupt gar keinen. Momentan haben wir überhaupt kein Ziel. Genau, der wird bestimmt sagen, ich mach mich hier nicht raus, bevor ich nicht irgendwas hab. Was? Oder auch nicht. Und ich verpiss mich einfach so schnell ich kann. Dann ist Shinobi ruhig.